Heute ist der 26. August 2013 und ich befinde mich hier gerade in Fromestar. Hier habe ich letztes Jahr meine Pilgerreisen nach Santiago de Compostela beendet. Und gestartet bin ich letztes Jahr in Frankreich, in Saint-Jean-Pied-de-Port, und bin knapp die Hälfte gelaufen, nicht ganz 400 Kilometer. Es war nicht ganz die Hälfte. Und ja, dieses Jahr habe ich vor, die nächsten Etappen zu machen. Es sind noch 437 Kilometer bis nach Santiago und die würde ich gerne dieses Jahr schaffen und zu Ende machen. Und schon als ich hingefahren bin und hier das alles gesehen habe, kamen direkt wieder die ganzen Emotionen vom letzten Jahr hoch und die ganzen Bilder waren wieder im Kopf. Und ist schon komisch, wieder hier zu stehen. Vor allem ist es seltsam, dass ich schon so viele Pilger gesehen habe, aber kein einziger kommt mir bekannt vor. Sonst habe ich beim letzten Jahr immer wieder die gleichen Leute getroffen, immer wieder die gleichen Gesichter gesehen, in den Herbergen, in den Cafés. Aber jetzt sind das alles neue Menschen und was auch spannend ist, andere Menschen zu treffen, auf jeden Fall. Dennoch kann ich jetzt auch schon sagen, dass mir drei Personen vom letzten Jahr auf jeden Fall fehlen werden. Das ist die Johanna, der Marco und die Hanna. Also zu den dreien hatte ich schon ein etwas intensiveres Verhältnis und ich habe es auch genossen, mit denen zu laufen. Übrigens haben die drei es letztes Jahr geschafft, nach Santiago zu kommen und klasse gemacht. Ich hoffe, ich packe es auch dieses Jahr. Ich will auf jeden Fall keine Erwartungen haben. Ja, doch, eine Erwartung habe ich, dass ich in Santiago ankomme. Aber ansonsten gehe ich ganz offen an die Sache ran. Ich werde auch dieses Jahr nicht mit dem letzten Jahr vergleichen. Das ist irgendwie eine komplett neue Sache. Auch wenn es eigentlich der gleiche Weg ist, ist es trotzdem nochmal so ein kleiner Neuanfang auf dem Weg. Und ich gucke mal, wie weit ich heute laufe. Ich bin etwas erkältet, schon seit gestern, vorgestern eigentlich. Und deswegen mal sehen, wie weit ich heute mache. Und erstmal irgendwo ein Kaffee-Kretsche trinken und richtig flach werden. Und ich habe schon lange nicht mehr gesagt. Buen Camino.